Herzlich willkommen zu 169. Folge Pyangon mit dem Felix. Guten Tag. Ich nehme mal das Holz von da aus mit. Mal gleich wieder rüber. Ich frage mich so, warum reiße ich gerade den Block ab? Den wollte ich einen versetzen, ne? Die willst du versetzen, beide, ja. Damit sie mit der unteren Anlage passen, damit das unten mit den Rohren und so weiter und so fort passt. Okay, ja, irgendwas war da. Ach, ist das blöd, ey. Was sagen unsere Roboter? Oh, 848. Scheitert echt nur an Robotern. Das ist doch gut. So, ich brauche das, das und das. Gut. Ich gehe mal davon aus, sowas haben wir nicht rumfliegen. Doch, doch. Was willst du denn? Untergrund. Fließbänder, aber davon haben wir sogar noch welche hier. Nehme ich auch noch mal ein paar normale Belts mit. Ich bin ja am gucken, dass die Zugstrecke trotz Moonjobs und Fließbänder und so ein Zeug einigermaßen mal aufgebaut wird. Es wäre jetzt witzig gewesen, wenn der Zug genau in der Sekunde losgefahren wäre gerade. Ich war ja actually auch am überlegen, ob ich das Feld, was wir oben haben, die 20 Millionen, eher in die Basis leite. Und dafür das unten mit Zug oben zu Asche reinpfeffer. Aber welches? Ja, dass man im Endeffekt die beiden Felder halt einfach tauscht. Das nicht mehr da oben reinfahren, sondern einfach rechts zur Basis rüberleiten kann. Dann ist das Fließband wenigstens nicht mehr aus Nordamerika am Hochlaufen. Und dafür das, was da unten ist, halt, was weiß ich, irgendwo so nach da hinleiten und dann Zug und nach oben weg. Aber dafür muss ich halt erstmal tonnenweise noch aufbauen, damit das überhaupt funktioniert. Na gut, mach doch einfach. Klemm das doch von hier aus ab, klemmst daran. Ja, wie gesagt, ich muss aber dafür unten erstmal die Zugstrecke aufbauen, weil das Kupferfeld unten muss auch relativ schnell weg. Und es macht ja, es ändert ja leider nichts am Tempo, wie schnell das Erzfeld oben abbaut. Das einzige Problem ist halt bloß, dass das Erzfeld unten größer ist als diese zwei Fließbänder, die wir haben. Und das ist der Hauptgedanke, weshalb ich es am besten vermutlich umbauen würde. Weil oben kommen wir knapp auf diese zwei Fließbänder. Und dabei. Ja, aber unten ist ungefähr ein Viertel vom Erzfeld angeschlossen, so ungefähr. Na gut, das stimmt natürlich auch wieder. Tja. So, was brauche ich jetzt da unten noch? Holzverarbeitung, Dinger, Hochdrucköfen. Was war das da unten noch? Achso, Holzverarbeitungseinheiten. Und befeuerte Erzfilzen. Hä? Ach, da oben waren die.
Moment, das ist echt ein großes Problem mit den Leiterplatten, ne? Auch, ja. Also manchmal frage ich mich hier echt, was ich hier früher teilweise fabriziert habe, ne? Das ist schon irgendwie. Warum? Naja, wenn man sich so zum Beispiel die Stelle hier anguckt, so, warum wechsle ich die Methanseite von außen einfach nach innen wieder rüber und lasse hier nicht einfach beide Au Wasser innen und ba Methan außen so ungefähr. Dadurch hätte ich jetzt dieses tolle Chaos, was ich hier drin habe, nicht. Okay. Ach ja, wir brauchen noch mehr Roboter. Eigentlich. Naja, wenn du die Fließbänder vorher leer gesammelt hättest, jetzt nicht unbedingt und die Maschinen. Aber dadurch, dass die voll sind bis oben hin, ist das jetzt nicht unbedingt gerade hilfreich, wenn die nur ein Item pro Tragedurchgang transportieren können. Könnte durchaus möglich sein, ja. Einen schnelleren Fließband haben wir noch nicht gehabt, ne? Doch, hat man schon gehabt. Ach so, das war die Geschichte. Ich habe halt aber noch so ein ganz anderes Problem, wo ich noch nicht so hundertprozentig weiß, wie das geregelt werden darf. Okay. Naja, dieses eine Kupferfeld steht halt so bescheuert im Weg. Eigentlich war halt die eine Idee, die ich hatte, ein auf, okay, dann baue ich den Weg 1 auf, halt mit Moondrops und den anderen Weg auf. Problem an der Aktion ist halt bloß einfach, dass die Erzförder relativ nah an den Moondrops dran stehen und ich glaube nicht unbedingt, dass die Moondrops hinterherkommen werden. Größtenteils zumindest. Okay. Und das andere Problem ist halt, dass ich den Bahnhof da halt nicht angeschlossen bekomme ans Schienensystem, weil da kein Zug wenden kann. Weil die gerade halt zur nächsten Kreuzung gesperrt sein wird, weil das Kupferfeld halt im Weg steht. Und die wird auch noch locker 18 bis 30 Folgen gesperrt sein, mit Tempomodulen sogar. Ja, oder doof gelaufen, würde ich mal sagen. Okay, mein Inventar ist voll. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet.
Ich wette mit dir irgendwann, wenn ich hier mit der. Irgendwann werde ich mich über den Haufen fahren, das weiß ich jetzt schon. Auch wenn nur ein Zug fährt, aber das ist meiner. Na dann. Eigentlich fahren inzwischen schon drei Züge, theoretisch gesehen, aber ja. Ist die Chance noch höher, ist doch super. Aber die werden alle hauptsächlich genau da lang fahren, wo du bist, so ungefähr. Also die Hauptstrecke, die befahren werden, ist halt echt, wo alle 13 gefahren sind, ist das Stück da, wo du eigentlich nur rumkreuzt, ne? Das ist doch schön. Mittlerweile sind es 1100. Dinger, die gebaut werden müssen, auch gut. Immerhin. Eigentlich habe ich ja gedacht, dass wenn die Sachen abarbeiten, dass die eventuell dann mal weniger werden. Nee, sowas machen wir eh nicht. Aber war ja anscheinend ein Trugschluss. Und wieder Inventar voll. Ja. Oh, jetzt sind es schon noch 1000. Es wird gerade mal wieder ein bisschen weniger. 908. Yay, 905, 904. Und gleich sagen, tut mir leid, tatsächlich nicht. Wäre auch nicht untypisch.
Nur noch 400. Dann muss ich hier noch das ganze, die ganze heiße Luft abholen. Das ist super heiße Luft. Und das Teer und das Kohlegas. So, das Ding ist für Teer. Das Ding ist für Kohlegas. Da kriege ich es nicht rein, weil ich da keinen Platz habe. Ja. Vierhunderteinundvierzig Baroboter. Mann, baut du mal schneller da. Kein Zug, kein Zug. Da haben wir eigentlich irgendwas anderes noch aufzubauen, was jetzt gerade im Dings ist, was nicht mit dem Abriss hier oben zu tun hat. Die Zugstrecke zu mir nach unten. Haben wir da Teile der Zugstrecke. Aber dafür hätten wir theoretisch auch noch Schienen da, oder was? Bisher steht zumindest nichts drin von wegen, dass uns irgendwas fehlt. Also würde ich grundsätzlich behaupten, ja. Okay. Gefällt dir eigentlich meine modernisierte Kreuzung hier unten? Mano. Das sind keine digitalen Signale. Aber wir haben ein digitales Folgeende. Das denke ich auch, ja. Jo, hau rein, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.